Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 9.50 Uhr auf der B10 ereignet hat. Ein 66-jähriger Göppinger war mit seinem LKW auf der rechten Spur der B10 von Esslingen in Richtung Blochingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erkannte er zu spät, dass auf dem Standstreifen auf Höhe von Deizisau ein VW Touran angehalten hatte. Mit der rechten Seite seines LKWs krachte er ins Heck des VW. Ja, wir sind auf der B10 gerufen worden wegen einem Verkehrsunfall. Vier verletzte Personen, eine davon angeklemmt. Die haben wir dann mit dem Absprache vom Notarzt dann auf die rechte Seite vom Fahrzeug gerettet. Die beiden Fahrzeuginsassen, der 34-jährige Fahrer und seine 30-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ja, wir hatten hier in der Einsatzstelle einen bodengebundenen Notarzt und einen Rettungshubschrauber und noch drei Rettungswagen in der Summe. Wir haben die Beifahrerin des PKWs mit dem Hubschrauber in den Schockraum nach Stuttgart fliegen lassen. Und die beiden anderen Patienten wurden bodengebunden durch die Rettungswagen hier in die nächstgelegene Klinik transportiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen bei beiden aber nicht. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 14.15 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Am Freitagmorgen lud Bürgermeister Simon Schmid in Bad Mansweiler zum Richtfest des neuen Rathauses ein. Nach ein paar Grußworten und etwas Musik konnte der Richtspruch verlesen werden. Nach ein paar Gläsern Wein, die der Zimmermann nach seinem Spruch trinken musste, und viel Applaus ging es zum obligatorischen Einmauern der Zeitkapsel. Der Gemeinderat und der Bürgermeister setzten Stein auf Stein und auch die Kleinsten durften mithelfen. Ja, das war ein traditionelles Richtfest. Das ist immer zum Ende der Rohbauphase, leitet man das ein. Das dürfen wir heute feiern. Das ist ein traditionelles Fest der Handwerker. Deshalb ist es auch vormittags. Und das haben wir jetzt genossen. Wenn man nach oben schaut, der Richtbaum ist da und der Richtspruch haben wir auch erlebt. Das heißt, dass auch in der weiteren Bauphase der Bau unter einem guten Stern steht. Der bisherige Bauablauf sind wir sehr zufrieden. Lief gut, auch im guten Miteinander mit der Nachbarschaft. Das ist ja Grundvoraussetzung, dass es auch gut läuft. Und wir sind im Kosten- und Zeitplan bisher. Und deshalb können wir optimistisch in die Zukunft blicken und den weiteren Bauablauf. Nach dem offiziellen Teil gab es leckeres Essen und Getränke, die durch die Feuerwehr Bad Mansweiler gereicht wurden. Viele Bürgerinnen und Bürger schauten sich den Rohbau ganz genau an. Jedes Stockwerk wurde genau begutachtet und der Baufortschritt inspiziert. Im weiteren Bauverlauf wird nun die Haustechnik eingebaut, das Dach abgedichtet und der Fenster- und Trockenbau beginnt. Im Frühjahr 2018 will Bürgermeister Simon Schmid mit seinen Mitarbeitern in das neue Rathaus einziehen.